China ist das Land, in dem im Moment am meisten gebaut wird. Und es wird im Moment nicht nachhaltig gebaut. Das heißt, wir müssen alles daran legen, dass auch in China die Entwicklung zum nachhaltigen Bauen vorankommt. Man hat in China natürlich erkannt, dass das in dieser Form nicht weitergeht. China ist Teil des Pariser Abkommens zum 1,5-Grad-Ziel. Aber Sie wissen sehr genau, dass Sie das auf diesem Weg nicht erreichen können. Also müssen Sie in Nachhaltigkeit investieren. China hat auch gleichzeitig, ich will jetzt nicht verteidigen, was China macht, aber Sie haben gleichzeitig die größte Photovoltaikproduktion, die größte Windkraftproduktion, den größten Anteil an erneuerbarer Energie, der aufgebaut wird jedes Jahr. Das ist lange nicht genug, das wissen Sie auch. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir die Effizienz der Gebäude verbessern. Und genau dafür engagieren wir uns in China.